Die Ausstellung »Die Blumen der Anderen« von Reinhild Gerum im Kulturzentrum bei den Minoriten ist ein Ausflug in die Abgründe des Menschseins. Alle Räume erzählen von diesen Abgründen, von Gewalt, Flucht, Krieg, Vergewaltigung. Und deshalb ist es eine Form von Auseinandersetzung mit Passion, auch mit Schmerz, mit Gewalt, also mit den tiefsten, schrecklichsten Seiten des Menschseins. Aber sie hat auch immer so eine merkwürdige Gegenpoesie, die Blumen da zum Beispiel. Die tun weh, aber sie sind Blumen. Und Blumen schenken heißt, jemandem Wertschätzung entgegenzubringen oder Liebe. So. Reinhild Gerum durchleuchtet in ihrer Ausstellung, aber auch unser Zusammenleben. Der Perserteppich, zum Beispiel als typisches Wohnungsaccessoire, unter den der Satz gekehrt wird und dann hat er mich immer geschlagen. Im Nebenraum drei kokonartige Kugeln mit Folie, Draht und Scherben umwickelt, die aufzeigen, was man als Frau tun kann, wenn man vergewaltigt und schwanger wird. Drei Möglichkeiten, dass man sich selber umbringt, dass man das Kind umbringt, also abbringt, oder dass man das Kind austrägt. Und diese drei Varianten werden hier quasi in Form einer Erzählung präsentiert. Das Kulturzentrum bei den Minoriten nimmt in seinen Frühlingsausstellungen die aktuelle Flüchtlingskrise zum Anlass, mit den Mitteln der Kunst ein Gegenstatement zu setzen, das sich dem Schmerz und der Passion dieser Menschen nähert. Die Passion ist noch einmal darauf zurückzuführen, das ist eigentlich ein Passionszeichen. Es geht jetzt nicht um Fasten oder was, sondern es geht um diese alte liturgische Brechung, was heißt, einen Schmerz kulturell sichtbar zu machen. Das war lange die Figur Jesu in der Passionszeit. Eine kulturelle Bindekraft, die diese Zeit hatte, und diese Bindekraft ist weg. Also es gibt die alte Passionsmystik ja kaum mehr. Und was Kunst hier macht, ist, diese Fragen nochmal zu stellen. Die Münchner Künstlerin Reinhild Gerum ist schon vor Jahren ins bayerische Auffanglager in Zirndorf gegangen, um mit den dort lebenden Asylsuchenden Papierblumen zu basteln. Flowers for Zirndorf. Sie sind auch in der Ausstellung auf einem Screen zu sehen. Die Geschichten, die sie mitgebracht hat, sind in einem Boot versammelt, aufgewölkt mit einem Gewölle aus Draht. Man kann sie lesen. Man kann sie aber auch hören. Also man ist in der Situation der Flucht ja ganz auf sich gestellt. Also man hat nichts. Und man ist auf die eigene Kreativität zurückgeworfen, positiv wie negativ, positiv vor allem. Und das war der Ausgangspunkt dieser Papierblumen haltenden Menschen. Und ich glaube, dass man muss mit Kunst auch eine andere Form eines Gegenstatements setzen wollen zu dem, was jetzt passiert. Weil ich merke, dass Woche für Woche sich die Sprache verändert, wie selbstverständlich die Grenzen hochgezogen werden, mental und geistiger Natur, aber auch realer Natur, wie selbstverständlich Politiker jetzt über Abschottung und Grenzen dicht machen reden. Und man muss mit Kunst eine andere Form eines Entgegenhaltens machen. Und das sind diese merkwürdigen Blumen. Und mit den stacheligen Blumen, die sie aus den geerbten Kurzwaren ihrer kürzlich verstorbenen Mutter gefertigt hat, schließt sich der Kreis in Gerums eigenes Leben und ihre schmerzlich distanzierte Beziehung zur eigenen Mutter. Die Ausstellung »Die Blumen der Anderen« ist noch bis 8. Mai im Kulturzentrum bei den Minoriten in Graz zu sehen.